Lehrer war. Moin Moin und willkommen zurück zu Hogwarts. Heute machen wir weiter mit der Hauptquest und jetzt geht es darum, mit der Professor im Kartenzimmer zu reden, denn es geht um die dritte Prüfung. Oh, da war doch gerade ein Schlüssel. Da. Oh. Ist er hochgeflogen? Na, guck mal. Ja, Entschuldigung. Ja. Ist so dumm. Liegt das gar nicht, was man da mal genau machen soll. Okay. Jetzt werde ich mal abwarten, bis er wieder gegenballert oder was? Noch eine Münze von Slytherin für unsere Haustruhe. Aber egal, jetzt machen wir erstmal die Hauptquest. Oh Mist, kann man nicht runterspringen. Denn, bin ein bisschen gespannt, wie es weitergeht. Und bin auch ein bisschen auf die dritte Prüfung gespannt. Obwohl die alle ein bisschen ähnlich sind, die Prüfungen, finde ich. Die sind gar nicht so spannend. Aber, weil es immer das gleiche ist bis jetzt. Aber mal gucken. Vielleicht wird dieses Mal ja ein bisschen anders. Ich will wieder ganz dahin, ne? Die ist doch gar nicht. Das ist doch. Kann ich auch nicht auch schneller hinkommen? Ich kann doch hier links gehen, okay. Warte. Komm, trink! Gleich mit dem, ne? Wer ist sie hier? Wir können ja diese Nebenquest nehmen wir noch kurz mit. Ist alles in Ordnung? Hallo, danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Klingt eigentlich ziemlich genial. Danke, aber ich fürchte, die Bibliothekarin sieht das etwas anders. Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Könnte ich, wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Das wäre eine Unklug, ja. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Ja. Können wir bestimmt machen, aber nicht jetzt. Nein, 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 ich will zur Bibliothek jetzt. Ah. Können wir die Bibliotheksquest nicht später machen? Ja, ne? Die will ich jetzt nicht machen. Ich will jetzt wirklich die Hauptquest weitermachen. Hier, wo läuft denn? Achso, ich bin hier vorbei, falsch vorbeigelaufen. Deswegen. So. Mal runter zur Kammer des Schreckens. Nicht Kammer des Schreckens. Wisst ihr, was ich meine? Zur Kartenkammer. Kann ich da nicht auch irgendwie anders hinkommen? Also schneller hinkommen zur Kartenkammer? Muss ich mal gucken nachher. Hä? Ja, okay, das ist ja auch irgendwie dumm, das nicht zu finden. Wir können nicht hinlaufen, irgendwie klappt das mit Hinlaufen nicht. Dann gehen wir direkt über die... Kann man hier nicht auch rüber reinkommen irgendwie? Raum der Wünsche, da ist Kartenkammer. Wo ist die da? Reicht mir so dahin, wenn es anders nicht geht. Also würde ich sonst nicht, wie man da hinkommen sollte. Durchs Wasser und alles. Wie ein Quatsch. So.
So geht's auch. Und da ist das dritte Porträt. Hallöchen. Willkommen zurück. Hallo, Professor. Es gibt Neuigkeiten. Die Kobolde suchen etwas. Ein weiteres Behältnis. Sie haben für ihre Suche Bohrer gebaut. Sehr beunruhigend. Handelt es sich dabei um Dinge wie den zerbrochenen Behälter aus Schloss Rookwood? Ja, ich fürchte, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schauen Sie auf die Karte. Zum Glück ist die nächste Prüfung nicht weit entfernt. Ist doch gut. In Hogwarts. Wie Sie wissen, war ich zu meiner Zeit Schulleiterin. Mein Porträt hängt im Büro des Schulleiters. Ich sah, wie Professor Black von ihrer Ankunft erfuhr. Und ich gebe zu, dass ich mich über sie gewundert habe. Moment. Ist die nächste Prüfung im Büro des Schulleiters? Das stimmt. Ich hatte gehofft, der Inhaber dieses Amtes würde uns helfen, wenn es soweit ist. Leider scheint sich dieser Schulleiter nur um sich selbst zu kümmern. Sie müssen sich Zugang zu seinem Büro verschaffen, während er weg ist. Ich verstehe. Also gut. Okay. Ich finde einen Weg hinein. Gut. Ich werde Sie dort in meinem Porträt treffen. Bis dahin. Okay. Wie wir da jetzt hinkommen, weiß ich auch noch nicht. Also, wie wir hinkommen, weiß ich schon, aber... Dann reisen wir doch wieder direkt. Die Karte. Wo ist denn noch das Büro des Schulleiters? Kann man es finden hier drüber? So nicht. Aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich auch direkt zu meinem Raum der Wünsche immer kommen kann und nicht mal hinlaufen muss. Der Südflügel. Warte mal kurz. Warte mal kurz auf, bis es hier aufflammt, oder? Müsste gleich passieren. Wie bekomme ich Zugang zum Büro des Schulleiters? Vielleicht kann mir Professor Fig weiterhelfen. Gut, dann gehen wir erstmal zu Fig. Und Fig ist dort, okay. Das Vielsaft-Komplott, okay. Gucken wir mal, ob wir mit dem Professor Fig sprechen können darüber. Der wird uns ja irgendwie was erzählen können dazu. Was ist da unten? Das Büro war hier. Achso, es ist, stimmt, es ist hier in der Ecke. Ich depp. So. Ja, der wird uns bestimmt helfen können. Ich gehe jetzt ziemlich von aus. So. Dann warten wir auf ihn. Ist auch geil, wenn ich einfach vor ihm aufstehe, oder? Hallo! Ich habe hier ganz Nacht auf sie gewartet. Also ich muss direkt hier auch loslegen, okay. Professor Fig, ich kenne jetzt den Ort der nächsten Prüfung. Hat sich etwas geändert? Lodgok und ich haben erfahren, dass die Kobolde nach einem weiteren Behältnis suchen. Wie dem auf Schloss Rookwood. Außerdem bauen sie riesige Bohrer, die ihnen bei ihrer Suche helfen sollen. Professor Fitzgerald sah sehr besorgt aus. Verstehe. Ranrock weiß offensichtlich mehr als gedacht. Und Sir... Da ist noch etwas. Lodgok kannte Miriam. Er kannte Miriam? Sie sind sich auf Schloss Rookwood begegnet. Sie hat dort geforscht. Und den Behälter mit dem Portschlüssel gefunden. Er mochte sie so sehr, dass er sie damit gehen ließ. Entgegen Ranrocks Befehl. Da fehlen mir die Worte. Sie konnte wirklich sehr überzeugend sein. Darüber muss ich mehr wissen. Ich würde sogar gerne mit Lodgok direkt sprechen, aber jetzt ist keine Zeit dafür. Wo ist die nächste Prüfung? Ob Sie es glauben oder nicht. Im Büro des Schulleiters. Unglaublich. Nun gut, Sie brauchen das Passwort, um am steinernen Wasserspeier vorbeizukommen. Der Hauself des Schulleiters kennt es. Ich kenne Scrope. Aber ich bin nicht sicher, ob er es mir sagen wird. Er ist den Blacks gegenüber sehr loyal. Das ist er. Sie müssen sich verkleiden. Ich habe genau das Richtige. Einen Vielsafttrank. Damit gleichen Sie Professor Black bis aufs Haar. Aber braucht man für den Vielsafttrank nicht etwas von der jeweiligen Person?
Und dauert er nicht ewig? Ganz recht. Woher haben Sie den Vielsafttrank, um sich in Professor Black zu verwandeln? Man weiß nie, wann man so etwas gebrauchen kann. Sagen wir einfach, ich hatte nach meiner erfolglosen Reise zum Ministerium das Bedürfnis, auf alles vorbereitet zu sein. So, die Zeit drängt. Trinken Sie, dann erkläre ich Ihnen alles Weitere. Okay. Nicht schlecht. Wie fühlen Sie sich? Oh, unglaublich. Den Geschmack vergesse ich nicht so schnell. Wie klinge ich? Überzeugend. Ich habe Ihre Gewänder noch etwas angepasst. Wie schon erwähnt, benötigen Sie das Passwort von Scrope. Der könnte überall im Schloss sein. Suchen Sie am besten nach Professor Kogawa. Sie liegt dem armen elfigen Quidditch in den Ohren, da sie hofft, er könne Black davon überzeugen, seine Meinung zu ändern. Bislang ohne Erfolg. Verstehe. Und was, wenn Professor Black mich sieht? Überlassen Sie das mir. Ich sage ihm, dass wir in Hogsmeade eine Kontaktperson des Ministeriums treffen sollen. Das verschafft Ihnen ausreichend Zeit. Danke, Professor. Wir sehen uns bestimmt in der Kartenkammer. Dankbarkeit aus Professor Blacks Mund zu hören, ist ungewöhnlich. Wir sehen uns dort. Ich muss den Hauselfen des Schulleiters finden. So, mal den mal suchen. Wo kann der sein? Suchen wir erstmal Frau Kogawa. Hätten Sie einen Moment, Professor? Oh nein. Professor, ich hatte gehofft, Sie zu erwischen. Oh, ich habe zu tun, Professor Sharp. Viel zu tun. Natürlich, Sir, aber Sie hatten mich nach einem bestimmten Trank gefragt und ich, nun ja. Was? Ach ja, nun, heraus damit, Sharp. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Wir sollten das wohl besser nicht hier besprechen, Sir. Keine Sorge, Sharp. Sie können ganz offen sein. Nun gut. Ich habe Ihren Heiltrank gegen Furunkel gebraut. Ich bringe ihn bei Gelegenheit vorbei. Sicher, ja. Kein Grund zur Geheimniskrämerei. Schicken Sie einfach einen Schüler damit los. Einen Schüler? Sicher, Sir. Wie Sie meinen. Das tue ich. Und danke, Sharp. Hoffentlich haben Sie auch genug für mich gebraut. Nun geht es darum, welche... Wenn es sein muss, wenden Sie sich an meine Sekretäre oder was auch immer. Und nun aus dem Weg. Lustig. Treffen bestimmt noch einige mehr. Ich dachte, ich hätte den Schulleiter gehört. Gareth, Mr. Weasley, was machen Sie hier? Müssten Sie nicht irgendwo sein? Ach, oh, Professor, ja natürlich. Es gibt viele Orte, an denen ich momentan lieber wäre... brauchen Sie etwas von mir? Ich suche meinen Hauselfen. Haben Sie ihn gesehen? Ah, das einohrige Kerlchen. Ich habe ihn vor ein paar Minuten auf dem Weg zur großen Halle gesehen. Schwärmte von Ihrem guten Benehmen, Sir. Wie ich hörte, können sich Ihre Zaubertränke langsam sehen lassen. Warum bringen Sie nicht eine Probe Ihres nächsten Tranks in mein Büro? Würde ich mir gerne mal ansehen. Was? Ja, Sir. Das mache ich. Danke, Sir. Danke. Weiter gehen, Mr. Weasley. Wie gemein er ist. Okay, zur großen Halle. Ah, das ist mal was für mein Tagebuch. Wenn ich sehe, was in diesen Hallen als Magie durchgeht, dann... Der Schulleiter? Hier? Was will er? Mr. Gaunt, wo wollen Sie denn hin? Verzeihung, Sir. Ich war nur auf dem Weg nach draußen. Sie nehmen sich den Tag frei, was? Typisch Schüler. Vergeuden immer so viel Zeit. Ich muss einen Aufsatz über Diptam und seine Verwendung schreiben und wollte zum Gewächshaus. Ah ja, gemischt mit Bubotubler-Eiter ergibt es eine feine Schnurrbartpaste. Ja, finden Sie nicht auch? Geht es Ihnen gut, Sir? Sie wirken etwas neben sich. Ich bin kerngesund, Gaunt. Wenn ich eine medizinische Diagnose brauche, gehe ich ins St. Mungo Hospital. Ist er denn darauf? Professor Black stimmt etwas. Professor, auf ein Wort. Professor Black, wie bereits gesagt, Sie können Ihre Entscheidung zu Quidditch immer noch überdenken. Wir
Wir könnten immer noch die Auswahl und eine verkürzte Saison haben. Das wäre besser als gar keine. Aber die Verletzung, Madame Kogawa. Professor, so einige Schüler haben hier schon einen Klatscher an den Kopf bekommen. Ich behaupte, das hat ihnen Vernunft eingebläut. Und ihnen geht's gut. Dass es jemand Reinblütiges war, nun ja, das ist noch lange kein Grund... So ein Unsinn, die Gesundheit von Schülern wegen eines albernen Spiels zu riskieren. Ein albernes Spiel? Manchmal sind sie wirklich unmöglich. Sir, ich würde nur zu gern an die Abteilung für magische Spiele und Sportarten schreiben. Gute Idee. Ich kann Ihnen auch Pergament geben, falls nötig. Wo ist mein Elf? Pergament? Gut, das werde ich mit Vergnügen. Und ich habe Scrob in der großen Halle entdeckt. Er scheint mich zu meiden. Warum wohl? Guten Tag, Madame Kogawa. Oh. Womit haben wir ihn als Schulleiter? Im Augenblick habe ich keine Zeit für Sie. Rein gar keine Zeit. Aus dem Weg. falscher Weg. Was renne ich denn hier rum? Ich gucke gar nicht auf die Karte und nicht Depp. Ich gucke einfach nur darauf, wo ich hinlaufe. Das ist natürlich ganz logisch. Ich bin natürlich schlecht in Orientierung hier. Macht natürlich keinen Sinn, was ich denn davor habe, ne? So. Miss Broom, auf ein Wort. Oh, Professor, das ist ja eine Überraschung. Es heißt übrigens Bloom. Was war noch gleich Ihr Spezialgebiet, Broom? Die ZRGs rücken immer näher. Zauberkunst, Sir. Ungesagte Zauber. Vielleicht lässt mich ja einer verschwinden. Immer dranbleiben, Broom. Und Sie werden so unsichtbar wie dieser neue Fünftklässler. Er ist nicht unsichtbar. Ich meine, ich habe ihn mal gesehen. Also, ja, Sir. Apropos unsichtbar. Wo ist mein verdammter Hauself? Mit dem Schulleiter scheint irgendwas nicht zu stimmen. Mache ich mich gerade langsam verdächtig bei den ganzen Schülern. Nicht so gut. Ja, das kann ich nicht sammeln. Das nennen Sie glänzende Stiefel? Das geht besser. Professor, dürfte ich kurz stören? Oh nein. Hallo, Professor Black. Ah, Professor Weasley. Wie, schön, Sie zu sehen. Sir? Da Sie schon mal da sind, könnten wir, uns über Professor Fig unterhalten. Oh. Also gut. Ich habe mich entschlossen, ihm etwas mehr, Spielraum zu lassen. Spielraum, Professor? Ist das wirklich so klug? Ich mache mir Sorgen um seine Schüler. Er ist so selten da. Nun, er kümmert sich für mich um Ministeriumsangelegenheiten. Verstehe. Aber, Sir, ich mache mir Sorgen, weil unser Neuzugang der 5. Klasse so viel Zeit fern des Schlosses verbringt. Angeblich für Professor Fig. Ich habe beunruhigende Gerüchte über diverse Eskapaden gehört. Vom Betreten des verbotenen Waldes bis hin zum Kampf gegen Renrocks Anhänger und Rookwoods Leute. Was? Meine Güte. Sie dürfen nicht alles glauben, Professor. Nein, nein, nein. Das dürfen Sie nicht. Ich meine, ich behalte Fig im Auge. Machen Sie einfach so wunderbar weiter wie bisher. Einfach wunderbar. Danke, aber ich gehe dem gerne mal nach. Gut, gut. Das wäre alles, Weasley. Ich meine Professor Weasley. Guten Tag. Du sollst nur ein Haus einfach noch treffen jetzt. Wunderbare Arbeit. Spielraum für Professor Fig. Ich werde diesen Mann nie verstehen. Das sollte Professor Fig. Oh, wenn der Meister sieht, welch wundervolle Arbeit. Flo! Ich grüße Sie, Meister. Wie war noch gleich das Passwort für mein Büro? Oh, aber der Meister ließ Grobe schwören, es keinem zu sagen. Nicht mal dem Meister selbst. Wie kannst du es wagen, mich in Frage zu stellen? Gleich setzt's was. Ja, Sir. Natürlich, Sir. Grobe bittet um Vergebung. Es ist das Familienmotto der Blacks, Meister. Ja. Natürlich. Der Meister erinnert sich doch sicher? Stets reinblütig? Es lautet, stets reinblütig, nicht wahr? Knapp, Meister. Scrope denkt, dass der Meister Scrope testet. Es ist stets reinblütig.
Selbstverständlich. Aber auf Französisch, wie der Meister weiß. Ja, natürlich. Ich will, dass du es für mich aussprichst. Der Meister weiß, dass Scropes Französisch hundsmiserabel ist. Na gut, toujours pur. Da wäre noch etwas, Scrope. Ich habe dieses schmutzige Tagebuch von einer Schülerin konfisziert. Riecht nach Salzwasser. Oh, Apollonias Tagebuch. Welche Überraschung, Meister. Was soll Scrope mit diesem Schatz, Müll, anstellen? Was immer du willst, Scrope. Behalte diesen Schatz ruhig. Und jetzt ab mit dir. Ah, clever von ihm. Oh. Der Vielsafttrank lässt nach. Ich sollte lieber verschwinden. Oh. Oh. Oh, nicht, dass ich mich gleich umverwandle hier, das wäre ärgerlich. Gerade so geschafft. Der oh. Okay. Fick hatte recht. Es hat wirklich geklappt. Gut. Und nun mit dem Passwort zum Wasserspeier. Yes. Kennst du den Weg? Glaub schon. Ja, kann ich bestimmt gleich über die Karte machen, ne? Also ein Schlüssel. Warte mal kurz. Wo ist der scheiß Fledermaus jetzt hingeflogen? Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Ja, nicht jetzt. Das ist hier hinten hingeflogen, wo wir gerade hochgelaufen sind. Da war ein Schrank, ne? Ah, da oben ist er. So, lass uns das kurz schnell machen hier. Oh Mist, zu spät. Nochmal. Komm. Wunderbar. Komm mal raus von das Ding. So. Und jetzt zu dem. Zu dem Wasserspeier. Ich weiß nicht, wie weit das weg war, das Wix-Büro. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ein Stückchen. Ich liebe dieses Schloss, ne? Hab ich schon erzählt. Da war noch so ein Vogel. Hier so ein. Nein. Ja. Sollen wir den schon noch mitnehmen hier, ja, ne? Wo war denn der? Da unten wahrscheinlich. Na ja, okay, müssen wir das beim nächsten Mal machen. Jetzt erstmal die Hauptquest wichtiger kurz. Halt. Leviosa. Ah, wenn wir schon unterwegs sind, immer alles mit, dann finden wir. Jetzt. So. Ich habe den Schlüssel gesehen, das weiß ich nicht, wo der ist. Oh Gott, ist das ein weiter Weg. Alter, warum wirklich hier dein Büro haben, am Arsch der Welt? Anscheinend schon.
Warte mal, wir schauen mal schnell das auch auf hier. Ding. Geh gleich hier rein, ne? Revelio. Demigals? Ist hier nicht, ne? Hier vielleicht? Demigeist ist hier wirklich nicht. Schade eigentlich. Das wäre noch ein Highlight gewesen. Naja. So, ab zum Schulleiter. Der Wasserspeier. Hier muss ich das Passwort sagen. Das ist doch das Passwort. Toujours pur. Endlich. Ob alle großen Zaubererfamilien Mottos haben? Revelio. Mehr Räume nebenan, so wie man sieht, ne? Ja, Stufe 3. Stufe 2. Alohomora. Wenn wir schon hier sind, machen wir alles auf. Wieder drei, pass auf. Ja. Hab ich schon gedacht. Revelio. Das ist der sprechende Hut. Schön, Sie zu sehen. Zum Glück hat Professor Fick schnell mitgedacht. Und jetzt? Nähern Sie sich dem Podest im Vorraum und lesen Sie das Buch, das erscheint. Ich vermute, es geht um mehr als nur ein Buch zu lesen. Ihre Vermutungen sind richtig. Wir sprechen, wenn Sie fertig sind. Hat der Schulleiter das die ganze Zeit über nicht bemerkt? Hoffentlich, Haarwasser, Bart wachsen. Warte mal, wenn wir schon hier sind. Revelio. Das muss das Podest sein. Okay, dann lass uns das Buch mal lesen. Abgefahren. Wo bin ich? Professor Fitzgerald, hören Sie mich? Ich bin hier. An diesem Ort können Sie mich Neve nennen. Sie werden eine Fabel erleben. Passen Sie auf. Die Dinge sind nicht immer, wie sie scheinen. Gehen Sie schnell und vorsichtig vor. Nutzen Sie unterwegs die Werkzeuge, um mich zu finden. Ach, guck mal, ist alles so ein bisschen... Zuerst brauchen Sie einen Umhang. Ein Umhang? Ist das eine Tür? Geh ich da rein? Okay. Quere Stadt, ohne gesehen zu werden. Zittern, wenn sie mich sehen. Und das aus gutem Grund. Muss ich die Heiligtümer finden? Nein. Hier wie auch im Leben nimmt der Tod viele Formen an. Meiden Sie sie um jeden Preis. Oh. Das ist aber gruselig.
Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Kann ich ins Haus gehen? Nee, ich habe aber einen Zauberstab, ich kann mir nichts anfangen. Weil ich keine Zaubersachen habe. Schleichen wir uns dran vorbei. Geht das ja? Ich hätte weglaufen sollen. Dann wäre ich jetzt frei. Okay. Sie sehen aus wie tot. Sie sind weg. Vorerst. Ich muss hier verschwinden, wo Neve wohl steckt. Ich muss den richtigen Moment abpassen. Ja, dann muss er sich wegdrehen, der eine. Oh Gott, oh Gott. Aha. Da vorne ist eine Treppe. Wo? Wo siehst du denn die Treppe? Was ist denn da? Aber lustig gemacht. Der Tod. Gruselige Halotri. Eine Leiter. Vielleicht finden sie mich nicht, wenn ich hochklettere. Okay. So, dann wird mal hochklettern schnell. Das ist meine Chance. Ich komme, Neve. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Aber wie? Muss ich denn längst so hier vielleicht? Da muss ich hin. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Nein! Da war ich zu schnell. Da war ich zu schnell, da war ich einfach zu schnell. Na ja, blöd. War ja nicht alles nochmal, oder? Das nervt mal, den ganzen Weg nochmal zu machen, wäre schon echt ätzend. Doch, echt, tatsächlich, ey. Ich sollte weiter, solange ich kann. Neve muss hier sein. Nee, doch nicht. Nicht ganz von vorne. Es sind zu viele. Ich muss die Straße schnell überqueren. Sind echt viele. Da muss ich hin. Oh, warte. Ich muss einen Weg an ihm vorbeifinden. Oh, da, du Penner. Fährt der sich auch weg? Soll ich ihn nochmal wegdrehen vielleicht? Ist er tot? Ich muss da hin aber erstmal. Da lauert nur mehr Gefahr. Es muss noch einen anderen Weg geben. Ich muss umkehren. So komme ich nicht an ihn vorbei. Die Tür scheint der einzig sichere Weg zu sein. Verschlossen. Ich muss weiter. Ich habe keine Wahl. Das stimmt. Okay.
Ich muss an denen vorbei, da. Ohne dass die mich sehen. Das ist meine Chance. Uiuiui. Ich weiß nicht, was das jetzt soll, hier wenn wir uns schleichen, aber... Dort geht es weiter. Mysteriöser Umhang. Wie kann das sein? Ich bin unsichtbar. Guck doch mal, wie cool ist das denn? Besser geht's doch nicht. Sie können mich nicht sehen. Ich kann mich ihnen nähern. Das ist doch super. Hier geht's weiter. Endlich frei. Aber wo bist du, Neve? Und jetzt? Sie sind dem Tod entgangen, aber sie haben mich noch nicht gefunden. Suchen Sie weiter. Doch diesmal können Sie sich nicht verstecken. Oh Mann. Habe ich keinen Zauber? Nutzen Sie den Zauberstab vor Ihnen. Vergeuden Sie nicht seine außergewöhnliche Macht. Also nur benutzen im Notfall wahrscheinlich. Ich habe noch nie so eine Macht gespürt. Ich habe nur diese Zauber, okay. Depulse! Muss da hoch, okay. Ah, ich kann trotzdem Protego vor. Komm mal! Befindung! Ah, Mist! Protego! Wie hat der Protego gemacht? Depulso! Befindung! Bombarde! Blöd, jetzt habe ich so viel Leben vergeudet. Ich dachte, ich könnte noch ein bisschen was mit Zauberstoff machen, aber ich kann anscheinend ganz viel damit machen. Also auch benutzen, wie ich will. Okay. Finde ich auch ein bisschen Leben wieder. Mal gucken. Depulso! Protego!
Oh, es gibt doch keinen Helm. Ich habe getroffen. Defender. Depulso. Okay. Ui. Beende den Kampf unter 2,53. Haben wir geschafft, wohl. Ja, trotzdem, eine ganz andere Prüfung als die anderen, ne? Die hier ist mal echt anders. Was ich ganz cool finde. Revelio. Kann ich auch was entdecken? Ne. Wieder ein fetter Kampf. Oh, auch mal der Böse. Zu mir. So scheiße. Noch mehr, okay. Bombarda! Defender! Nein! Bombarda! Depulso! Geht doch nicht. Defender. Bombarda. Depulso. Defender. Bombarda. Defender. Bombarda.
Bombard. Befindung. Depulse. Bombard. Alle erledigt, oder? Alter Schwede. Das ist schon knapp. Dafür, dass ich die ganze Zeit immer nur mit 1% Leben umlaufe, war das schon hardcore. Krass. Krass, krass, krass. Wir haben es anscheinend geschafft. Ich weiß ja nicht, wie viele Prüfungen sie für uns hat hier. Stein. Der muss für mich sein. Stein der Weisen. Also wahrscheinlich nicht. Nichts ist, wie es scheint. Nee. Liebe Süße. Lasst uns ihr Andenken für immer. Ohne sie ist nichts, wie es war. Oder ist er tot? Sie haben mich gefunden. Doch sie können Geschehenes nicht rückgängig machen. Die Magie des Steins beschwört nur einen Schatten meiner selbst. Okay. Hier folgen? Scheint. Aber es gibt kein Licht ohne Schatten und kein Schatten ohne Licht. Weil sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten sie das nicht immer auch tun. Mhm. Denken Sie daran, wenn Sie meine Erinnerung sehen. Ah, okay. Isadora, was Sie für Ihren Vater getan haben, bemerkenswert. Nicht wahr? Und Percival braucht sich auch nicht um die Gefühlsstränge oder die Spuren dieser Magie Sorgen. Es gibt einen Weg, das alles zu beherrschen. Sie machen weiter. Kobold-Silber. Sie haben es einem Kobold gesagt? Keine Sorge, er ahnt nicht, was wir da verwahren. Wir wissen nichts über die möglichen Auswirkungen, die Gefühle, die dunkle... Ach, Sie klingen wie Percival. Und ich kenne sie sehr wohl. Sie ist eine Quelle der Macht, des Fokus. Irgendwie scheint sie meine Zauberkraft zu verstärken. Ich verstehe nicht, Isadora. Wir können sie nutzen. Macht wie diese ist kein Spielzeug. In den falschen... Sie sahen, wie ich meinem Vater half. Oh, Neve, wir könnten so viel Gutes tun. Jeder von uns trägt doch Schmerz in sich. Oh Gott, sie ist doch böse. Was tun Sie? Tief einatmen. Spüren Sie das? Oh, Isadora. Schluss damit. Mit all dem.
Sie haben diese Macht so lange verheimlicht, weil sie sie fürchten. Ich gebe mich ihr hin. Wir müssen sie aufhalten. Definitiv. Crazy, crazy. Revelio. Karten kommen gehen. Stimmt es? Jemand hat die ersten drei Prüfungen abgeschlossen? Mhm. Das ist es. Und das habe ich. Aber Sie sind so... Jung? Ich weiß. Sie müssen Professor Bakar sein. Stimmt. Schön, Sie kennenzulernen. Die Erinnerung aus dem Denkarium eben. Hat Isidora schmerzhafte Emotionen inhaliert? Oh ja. Ich war erstaunt zu sehen, dass es ihr eine Art Macht zu geben schien. Und dass sie nutzen konnte. Aber wie? Sie scheinen schon eher fasziniert als abgestoßen. Ich teile den Standort meines Denkariums nur ungern mit jemandem, der die Verantwortung der Macht vielleicht noch nicht verstanden hat. Ich versichere Ihnen, Professor, das tue ich. Doch Sie wissen noch nicht, dass ein gefährlicher Kobold namens Ranrock sich Zugang zu dem Behältnis auf Schloss Rookwood verschafft hat. Er hat gelernt, den Inhalt als Quelle immenser Macht zu nutzen. Er will diese Macht gegen die Zauberwelt einsetzen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich verstehe. Dennoch ist das Wissen, das Sie über meine Erinnerungen erlangen werden, zu wertvoll, um es unüberlegt weiterzugeben. Ich brauche Zeit, um mich mit den anderen Hütern zu beraten. Natürlich brauchst du das. Uns bleibt wohl nichts als zu warten, so frustrierend das auch ist. Ich hörte, was Sie Professor Bakar erzählten. Isidora atmete Emotionen ein, um Macht zu erlangen? Ja, und sie hat Professor Fitzgerald ebenso wie ihrem Vater Emotionen entzogen. Ohne Erlaubnis. Abscheulich. Sie sagte sogar, sie hätte einen Weg gefunden, die gewonnenen magischen Spuren zu speichern. In Koboldsilber. Die Behältnisse. Möglich. Da ist etwas, das ich vorhin nicht sagen konnte. Ranrock hat an Orten gegraben, die mit den fünf Namen in den Tagebüchern eines Koboldschlossers namens Brackbord zu tun haben. Fünf Namen? Die Hüter. Und wer noch? Isidora Morgannock? Ganz genau. Er war uns immer einen Schritt voraus. Gringotts, der Turm, Schloss Rookwood. Wenn die Hüter Ihnen nicht verraten, wo die nächste Prüfung stattfindet, behalten wir zumindest Ranrock im Auge. Vielleicht führt er uns zu weiteren Informationen. Vielleicht. Ich hoffe, bald von Lodgok zu hören. Seit den Bohrern kam nichts mehr von ihm. Oh, und wie Sie bestimmt schon wissen, hat Ihr Vielsaftplan perfekt funktioniert. Ich wusste es. Vielleicht habe ich Black zu gut abgelenkt. Ich wusste ja nicht, dass er nicht viel Feuerwhisky verträgt. Super. Oh, da haben wir auch einiges erreicht heute wieder. Diese Karte hier sieht einfach geil aus. Ja. Perfekt. Perfekter Abschluss für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss.